Willkommen zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute sind wir mal wieder unterwegs und suchen ein neues Häuschen. Ja, was heißt suchen? Bauen ist wohl eher das richtige Wort. Vor uns siehst du schon das neueste Gebäude, was jetzt bei uns in der Sammlung auftaucht. Das ist ein, sag ich mal, Single House, wo, sag ich mal, das höchstens für zwei Spieler gedacht ist. Wie wir uns dieses natürlich jetzt einmal ganz einfach hinbasteln, zeige ich dir. Daher schnapp dir die Blöcke und dann geht's los. Für den Start legen wir erstmal los mit ein bisschen Beton und zwar machen wir uns erstmal ein Viereck fertig. So, erstmal die Vorderseite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Dann 2 Blöcke für die Tür vorne freilassen und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt geht es einmal zu den Seiten nach hinten weg. Da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke hinten einmal ran. Andere Seite gleiche Länge einmal nach hinten ziehen. Dann verbinden wir das einmal miteinander. Wir setzen jetzt einen Block an den Seiten einmal hin. So, wir gucken auf der Rückseite. Machen wir mal auf der linken Seite zuerst 3 Blöcke freilassen. Einen hinsetzen, 3 hin, 2 hin. Und dann habt ihr hier insgesamt 5 Blöcke noch frei. So, wenn wir das soweit haben, nehmen wir jetzt einmal roten Beton und setzen auf unseren grauen Beton 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal hin. Hot Dog ist am Start, der Makler deiner Träume. Er baut dir Häuser größer als die Bäume. In Minecraft läuft's, er hat alles im Griff. Von der kleinen Hütte bis zum fetten Schiff. Du sitzt im Palast. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir jetzt unseren weißen Beton und setzen darauf nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Mit Diamantwänden, kein Problem, Hotdog wird es dir spenden. Er setzt die Blöcke, macht den Plan perfekt. Kein anderer Makler hat so viel Respekt. Hotdog, der Makler, macht alles klar. Verkauft dir einen Traumhaus, ja wunderbar. Wenn wir das soweit haben, fangen wir jetzt erstmal weiter unten an. Und zwar machen wir jetzt Schicht für Schicht in unser Haus. Wir bauen die Häuser immer, sag ich mal, so, dass wir eigentlich gar nichts in die Erde buddeln müssen. Wir setzen einfach immer oben drauf. Ihr seht, ich habe mir jetzt hier schon ein bisschen was vorgekennzeichnet. Das werden wir so ein bisschen übernehmen, und zwar für die Räumlichkeiten. Wenn wir hier vorne reinkommen, habe ich mir gedacht, dass ich auf der rechten Seite gerne mir unten ein kleines Badezimmer mache. Da mache ich jetzt einfach von der Tür aus 3 Blöcke gehe ich zur Seite, ein hin, ein freilassen für die Tür und dann 1, 2, 3, 4 nach hinten weg und einmal zur Wand verbinden. So, hier vorne, wir machen einfach so, dass immer ein Block so ein bisschen übersteht, bevor wir hier in die Tür reinkommen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. So, einen überstehen lassen, damit wir hier ein bisschen, sag ich mal, Struktur reinbekommen, wenn wir uns das hier unten einrichten später. So, dann habe ich mir jetzt so erstmal die Räumlichkeiten, wie ich das unten haben will, erstmal so gemacht. Ich werde hier jetzt zum Beispiel die Küche mehr machen. Das heißt, ich setze mir hier nochmal ein bisschen Wand hervor. Aber man kann sich das immer anpassen, je nachdem, wie ihr euch das unten gestalten wollt. So, ich werde das Ganze jetzt aber einheitlich färben mit einfach mal einem Steinboden. Von der Villa bis zur Burg, er regelt den Deal. In Minecraft ist er der King, das ist sein Spiel. Du willst einen Pool, kein Ding, Hotdog macht's. Wenn wir jetzt hier, sag ich mal, den Boden und so gemacht haben, natürlich nehme ich jetzt schon diesen Boden, den du auch nehmen möchtest, sage ich mal, für deine Inneneinrichtung. Ansonsten musst du den natürlich dann wieder rausschlagen. So, ich werde mir jetzt meine Wände innen drin natürlich in der gleichen Farbe machen, wie ich die jetzt draußen zu sehen habe. Und jetzt setze ich mir hier 1, 2, 3, 4 Blöcke einmal hin auf meine Markierungen. Dein Haus zum Königspalast, Chemie handelt die Preise, kein Block ist zu klein. Ob Wald oder Wüste, alles muss fallen. Denn sollte es am Ende bei dir genauso aussehen wie jetzt hier bei mir. So, vorne die Haustür mache ich mir auf insgesamt 3 Blöcke hoch. Und das behalte ich auch hinten bei meinen Fenstern. Das heißt, die haben auch eine 3er Höhe. Die letzten 2 roten Blockreihen können wir dann hier einmal zuziehen. Jetzt müssen wir natürlich nur einmal hier hinten bei den Fenstern unten uns einmal hinsetzen. Hierfür nehme ich jetzt einfach mal tiefen Schieferblöcke. Hat einfach damit zu tun, mein Dach besteht später auch aus diesem Material. Daher nehme ich jetzt hier hinten und das, um das abzuschließen, die gleichen Blöcke. So, als nächstes müssen wir jetzt einmal die Decke reinziehen. Dafür nehme ich immer gerne ganz glatten Quarz. Also diese richtigen glatten Quarzstufen. Die setze ich mir jetzt auf die letzte Blockreihe hier. Das ist jetzt, sag ich mal, die 4. Ebene.
und zieh mir damit jetzt komplett hier einmal erstmal die Decke rein. Er baut dir eine Welt, die nur dir gehört. Hotdog regelt alles, seid ihr versichert. Hotdog, der Makler, macht alles klar. Verkauft dir ein Traumhaus, ja wunderbar. Von der Villa bis zur Burg, er regelt den Deal. In mein Kopf ist er der King, das ist sein Spiel. Hotdog läuft mit Blöcken. Bei der Decke, die wir jetzt hier haben, werde ich mir, glaube ich, ein bisschen was freilassen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze ja so ein bisschen als Single-Haus bauen. Das heißt, wir verzichten heute mal auf ein Kinderschlafzimmer. Wir werden, sag ich mal, hier wird später mein Wohnzimmerbereich kommen. Und da habe ich mir gedacht, ich lasse das Ganze hier oben einmal so ein bisschen offen. Natürlich können wir die Decke hier so ein bisschen vorziehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das so haben wollen. Ob man es jetzt hier beim Fenster in der Mitte getrennt haben will oder so. Ich glaube hier, dass das Fenster darüber offen ist, das passt ganz gut. Und ihr könnt euch, sage ich mal, natürlich ein bisschen austoben, wie viel Platz ihr euch hier lassen wollt. Ich würde mal sagen, ich belasse es mir mal so erstmal. Ja, danach geht es jetzt weiter, dass wir natürlich jetzt die nächste Ebene uns machen. Das heißt, wir müssen auch noch eine Treppe uns basteln. Welche Treppe ihr jetzt natürlich nehmt, ist ganz euch überlassen. Ich entscheide mich heute mal für eine tiefer Schiefer-Fliesentreppe. Und zwar, wenn wir bei unserem Haus jetzt hier einfach mal starten und hier reinkommen, werde ich mir meine Treppe, sag ich mal, neben dieser Wand hier mal platzieren. Und zwar mache ich mir die mal auf eine 2er Breite und setze mir die einfach mit Treppen so einmal nach oben weg. Natürlich, über unserer Treppe müssen wir das Ganze hier noch einmal freihauen. Und wie weit müssen wir das freihauen? Naja, das ergibt sich ganz von alleine, je nachdem, wie weit hier unsere Treppen sind. So, die Treppen werden wir uns auch noch ein bisschen verstärken. Das heißt, unter einer Treppe setzen wir, na klar, eine Treppe hin. So, das Spiel geht so lange, bis wir oben angekommen sind. Und oben werde ich mir noch einmal das hier machen, denn jetzt werden wir hier den nächsten Boden uns reinzimmern. Nimm natürlich jetzt wieder gerne das Material, was du dir nehmen willst. Andernfalls starte ich jetzt hier. Na komm, ich nehme jetzt erstmal nochmal roten Beton, um mir das ein bisschen abzukennzeichnen. So, und zwar, ich mache jetzt mal hier so eine gerade Reihe lang hier bis zur Treppe. Obwohl, die Treppe können wir, sag ich mal, so machen, dass wir dann bis glatt da einmal ranstoßen. Ich werde mir jetzt, sag ich mal, hier einmal das Badezimmer reinbasteln. Auf der anderen Seite hier kommt denn das Schlafzimmer rein. Das heißt, von der Treppe einfach mal glatt hier so nach hinten weg. Dann umrahmen wir einmal die Treppe. So. Und dann haben wir eigentlich schon das Maß einmal für unser Kleiderschrank, wenn wir den haben wollen. Hier kommt natürlich das Schlafzimmer hin. Und hier haben wir, sag ich mal, irgendwie noch so einen Hobbybereich oder keine Ahnung. Kann man sich ja gestalten, wie man will. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder einmal unseren Boden und zimmern den hier rein. Wenn ihr wollt, weil ihr macht euch, sag ich mal, auch so, dass es hier offen ist, dass wir hier in die Deckenhöhe ein bisschen höher haben beim Wohnzimmer, kann man sich das Ganze noch einmal abgrenzen hier an der Seite mit einem anderen Material, als der Boden ist. Ob das jetzt, sage ich mal, das Mauerwerk ist oder ob ihr da Holzbalken euch dahin macht, das ist ganz euch überlassen. Hängt natürlich auch davon ab, wie ihr die Farbe euch gestaltet von eurem Boden. Einen Eingang natürlich fürs Schlafzimmer brauchen wir auch. Ja, den kann man ruhig auf eine 3er Breite machen. Ich überlege gerade, wenn man hier so runter geht, man könnte sich schon fast hier noch den Kopf stoßen, meint ihr nicht auch? Wir könnten das ruhig noch mal einmal erweitern. So, das sieht doch gleich viel schöner aus. Aber natürlich spart man dann ein bisschen Platz im Kleiderschrank. Da muss man sich wieder streiten, wie man es haben will. So, die Wände müssen wir natürlich hier auch noch mal erweitern. So, aber ich werde mir auch gleich wieder noch ein paar Fenster reinschlagen. Ich sag mal, die Fenster machen wir mal hier auf eine 2er Höhe und auf eine 4er Länge. Ja. Aber es ist auch bei den Fenstern immer so eine Sache, man passt sich das ja immer so an, wie man sie auch braucht. So, ich werde auf der Rückseite mir das einfach mal gleich auf beiden Seiten so lassen. Zwei Blöcke an der Seite, dann hier so ein 4er Fenster rein. Hier genau das gleiche Spiel und ich würde mal sagen, hier mache ich mir auch nochmal so ein 4er Fenster. So. Auf der anderen Seite lasse ich es mal so zu, wie es ist. Aber auf der Frontseite würde ich mir noch mal das gleiche machen, wie ich es auf der Rückseite habe. Einfach auf diese 4er Länge. So, auch hier machen wir es noch mal rein. Und im Badezimmer fehlt noch der Boden, den wollen wir natürlich hinterherziehen. Tja, wo die Türen stehen sollen vom Badezimmer, kann man sich natürlich aussuchen. Ich mache es jetzt einfach mal hier hin.
Jetzt wollen wir natürlich auch hier wieder die Wände einmal hochziehen. Ich empfehle euch wieder die gleiche Wandfarbe, wie wir die jetzt draußen schon zu sehen haben. Und auch hier machen wir wieder das Ganze auf eine 4er Höhe. Läuft mit Blöcken in der Hand, baut dir ein Haus auf festem Land. In der Minecraft-Welt gibt's keinen Vergleich. Er macht den Bau und du fühlst dich gleich reich. So viel dazu. Jetzt kann man natürlich wieder einmal seine Stufen nehmen und die wieder auf der letzten Ebene hier zuziehen. Ihr habt natürlich jetzt auch hier die Möglichkeit, wir werden gleich noch das Dach draufsetzen, dass ihr natürlich jetzt hier auf der zweiten Ebene euch noch eine etwas höhere Decke zieht. Aber das ist immer Geschmackssache. Alles klar, verkauf dir einen Traumhaus, ja wunderbar. Von der Villa bis zur Burg, er regelt den Deal. In Minecraft ist der King, das ist sein Spiel. Das sieht doch schon mal interessant aus. So, jetzt fliegen wir einmal auf unser Dach rauf und zwar wollen wir jetzt hier natürlich das fertig bauen. Wir werden das jetzt so machen, dass wir an der Seite immer zwei Blöcke Platz lassen. Dann ziehen wir uns das immer wieder einmal bis nach oben, bis wir auch da auf eine Zweier Mitte stoßen werden, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben. Jawohl, da ist es schon. So, das wollen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt ran unser Dach. Ich verwende die tiefen Schieferstufen und Blöcke. Und ich setze mir das immer, sag ich mal so, immer wenn wir hier die nächste Etappe erreichen, setze ich mir den Block hin und davor kommt einfach eine Stufe rauf. Ganz oben natürlich nur noch Stufen. Okay, so, das Ganze möchte ich mir jetzt gerne aber auch noch einmal überstehen lassen. So kann man natürlich das Dach nicht lassen, es sieht noch ein bisschen dünn aus. Das verstärken wir nochmal und zwar unter jeder Stufe. Setzt dir nochmal eine Stufe hin, damit sieht das aus, als ob wir hier immer zu einem Block höher gehen. Und dann sieht das auch ein bisschen stabiler aus. So, natürlich jetzt hier an der Seite, zack, da auch nochmal. Und dann werden wir nochmal hier eine weitere Stufenreihe platzieren. Darunter mache ich jetzt aber nicht die gleiche Stufe, sondern darunter setzen wir... Ach, halt, nee, Quatsch, das muss schon so sein. Das ist ja dann hier ein Block an der Seite. Und darunter setzen wir nochmal glatte Steinstufen. Das soll dann einfach das Regenrohr darstellen. Und das können wir jetzt einmal bis zur anderen Seite ziehen. Kleiner Tipp, fang mit Blöcken an und zieh dir die immer einmal rüber. Massenarbeit ist immer etwas Zeitersparnis. Der Makler macht alles klar, verkauft dir ein Traumhaus, ja wunderbar. Von der Villa bis zur Burg, er redet den Deal. In Minecraft ist er der King, das ist sein Spiel. Du bist ein Pool, kein Ding, Hotdog macht's oder ein Keller, so groß wie ein Schatz. Mit einem Garten, wo die Blumen blühen, bei Hotdog wird dein Haus ein Königs Palast Genie. Er handelt die Preise, kein Block ist zu klein, ob Wald oder Wüste, alles muss fallen. Er baut dir eine Welt, die nur dir gehört, Hotdog regelt alles, sei gefasst. So, mein Dach habe ich hier raufgesetzt und da ist mir noch aufgefallen, ich habe im Schlafzimmer vergessen, mir noch da die Decke reinzuzeichnen. Ist aber nicht so schlimm. Ihr seht, wir haben hier theoretisch auch noch Platz für einen Dachboden. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann macht den einfach auch noch dazu. Und man kann ja irgendwo noch eine Leiter platzieren, um den natürlich zu nutzen. Wir werden aber diesen heute mal nicht benutzen, sondern wir ziehen uns jetzt einfach hier das soweit fertig. Und dann haben wir nur noch die Aufgabe, natürlich uns die Fenster reinzubauen. Wir fangen dafür einfach auf der Vorderseite einmal an. Wir haben uns schon ein bisschen was freigehauen, aber unten fehlt noch ein bisschen was. Ich habe mir überlegt, ich werde mir hier unten, sage ich mal, noch ein bisschen was freihauen und werde mir die Fenster hier unten auf der Ebene noch mal ein bisschen, sage ich mal, anders gestalten. Ich schlage hier mal wieder ein bisschen viel weg. So. Und zwar mache ich mir jetzt hier vorne, ist ja bei mir so angedacht, dass hier eine Küche ist. Das heißt, ich setze mir jetzt hier so ein Zweierfenster hin, hebe mir das Ganze nochmal ein bisschen ab mit dem grauen Beton, den wir ganz unten platziert haben. Und setze mir hier einfach ein paar Fenster, so einen Abstand, ja, von zwei zur Seite auf jeden Fall. Und dann gehe ich hier nochmal drei weg. Hat einfach damit zu tun, damit man innen drin auch sich ein bisschen was gestalten kann, ein bisschen Möglichkeiten hat, hier auch was an die Wand zu platzieren. Aber wie es halt immer so ist, man kann sich da natürlich austoben, wie man will und die Fenster sich natürlich dementsprechend auch anpassen. Ich setze die auch hier gerade ein bisschen anders, als ich das bei meinem Original habe. Ist nicht so schlimm, einfach hat das mit zu tun, passt es euch dann einfach dementsprechend an, wie es euch das auch einrichtet. So, oben bei den Fenstern gibt es zwei Varianten.
Man kann natürlich das Fenster einmal komplett so zuziehen. Ja, kann man machen. Oder man nimmt nochmal ein paar Mauern und setzt die an den Seiten hin, die sich mit dem Glas so ein bisschen verbinden. Ich finde immer, das hebt das Ganze noch ein bisschen hervor. Ne, dieser Vergleich. Da guckt man doch ein bisschen mehr auf das Fenster als jetzt hier. Ist einfach nur so eine kleine Empfehlung. Ihr spart natürlich, na gut, ihr könnt dann natürlich nicht so gut rausgucken, als wenn ihr das Fenster natürlich gleich hier komplett mit Glas macht. Aber es hebt das Ganze so hervor. Wenn wir aber schon auf der Rückseite sind, hier zum Beispiel würde ich komplett die Fenster mir unten, sage ich mal, mit Glas zuziehen. Hat einfach damit zu tun, das ist ja, sage ich mal, so der Wohnzimmerbereich und dann will man doch schon ein bisschen rausgucken. Und dann ziehen wir uns natürlich das nur mit Glas einmal zu. Falls man natürlich dann am Ende auch in den Garten möchte, kann man sich dann einfach hier, ich würde einfach das größte Fenster von denen nehmen, einmal nochmal kaputt schlagen. Und dann setzen wir einfach ein bisschen anderes Glas rein, um das so hervorzuheben, dass das hier die Griffe sind. Und dann können wir das hier zum Beispiel aufschieben. So, wir haben natürlich noch auf einer Seite wenig Fenster. Hier kann man sich natürlich auch noch was reinhauen, je nachdem, wo man es möchte. Wir haben hier zum Beispiel das Badezimmer. Das kann natürlich auch noch ein bisschen wandern, das Fenster, ist ja nicht so schlimm. Und hier haben wir, genau, da haben wir, sag ich mal, so mal ein bisschen hier freihauen, unseren, ja, Hauswirtschaftsraum, kann man sagen. Hier würde ich auch gerne mir noch ein Fenster reinzeichnen, muss nicht unbedingt, kann, es ist jedenfalls nicht verkehrt. Die Haustür muss natürlich auch noch gebaut werden, dafür entscheide ich mich wieder die klassische Holzvariante. Baumstämme an der Seite, Treppen oben hin und dann eine Tür reinsetzen. Wer will, kann auch vorne sich einen kleinen Tritt bauen, um natürlich zur Haustür zu kommen. Dann nehme ich einfach ein bisschen Stein und die passenden Stufen dazu. Ich werde mir die Haustür auch nochmal einmal überdachen. Das heißt, ich setze mir jetzt hier einfach mal Zauntor oben drauf. Und auf den Zauntor setzen wir dann einfach ein paar Eisenfalltüren. Und so ein bisschen versetzt davon kommen einfach noch ein paar weitere. Und dann haben wir hier so ein kleines Vordach. Sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus. So, jetzt haben wir natürlich unser Haus komplett einmal oben auf der Ebene hingesetzt. Das heißt, das steht hier so ein bisschen hoch, finde ich. Um das ein bisschen, sag ich mal, anzupassen, nehmen wir einfach ein paar Stufen und ziehen die einfach mal einmal um unser Gebäude ringsherum. Als nächstes kann man zum Beispiel, jetzt haben wir hier vorne natürlich noch so eine freie Fläche, die ich da einfach noch so ein bisschen dekorieren, zum Beispiel mit einem Briefkasten. Oder wir machen noch ein Regenrohr, sag ich mal, hin. Wir haben ja oben das ja schon so vorgebaut. Da würde ich das einfach mal so an der Seite mir einmal hinbauen. Einfach ein paar Mauern nehmen, die nach oben ziehen. Und hier dann einfach einen Trichter ans Dach anschließen. Das Spiel würde ich zweimal machen. Einmal vorne auf der Vorderseite und auf der anderen Seite dann klar auf der Rückseite. So viel, sag ich mal, wäre das schon das hier zu diesem Haus. Der nächste Schritt wäre natürlich, das Ganze auch noch zu gestalten. Ihr könnt hinten noch euch eine Terrasse ranbauen, die natürlich euch dekorieren, einen Garten mit anbauen, zum Beispiel hier mit einer kleinen Schaukel oder sogar ein bisschen Teich, so Gartenflair, sage ich mal, hier so ein bisschen schaffen. Oder vielleicht auch neben eurem Haus noch ein kleines Carpoint, wo ein Auto drin steht. Kann man sich ja aussuchen, wie man möchte. Man hat den Platz ja da. Natürlich bleibt nur eins übrig, das Häuschen muss auch eingerichtet werden. Und wie ihr euch das natürlich einrichtet, ist jedem selbst überlassen. Hier gibt es ein kleines Muster zum Beispiel, wie es sein könnte. Also wir kommen, sage ich mal, rein, wir haben einen schönen großen Flur. Der Flur geht natürlich gleich in unsere offene Küche einmal rein. Hier ist auch alles drin, was man braucht. Backofen natürlich auch mit einem schönen Kochfeld. Das muss man schon mal sagen. Ein großer Kühlschrank, ein Zweitürer. Ja, Luxus ist da. Und auch bei der Küche haben wir hier so eine kleine Insel mit bei, die man sogar noch erweitern kann. Also es können hier ruhig Leute kommen zum Besuch und wir haben genug Sitzmöglichkeiten. Wenn das in der Küche ein bisschen eng werden sollte, haben wir auch noch ein schönes Esszimmer. Hier zum Beispiel ist vielleicht auch der Futternapf von unserem Haustier. Aber ansonsten haben wir einen schönen Esstisch, können auch nochmal 4 Leute sitzen. Die spielen hier auch gerade ein bisschen Monopoly, warum nicht? Und von unserem Esstischbereich geht es dann nochmal in unsere Lümmelecke, wo wir, sage ich mal, eine schöne große Couch haben, wo man sich rauflegen kann. Ein großer Flachbildschirm, der auch an der Wand montiert ist. Was ganz Feines, mit natürlich einer fetten Boxenanlage hier nebenan. Also man kann hier schon abends coole Netflix-Filme gucken, warum nicht? Hier kommt das auch gut rüber, sage ich mal, dass wir hier, sage ich mal, in dieser Ecke auch oben hier die Deckenhöhe ein bisschen größer haben. Hebt das Ganze doch ein bisschen hervor und wirkt doch sehr gemütlich.
So, andernfalls, wir gucken mal, was wir hier unten noch haben. Wir hatten hier zwei Räumlichkeiten gemacht. Einmal so ein kleines Badezimmer. Ich habe hier einmal so eine alte Toilette gebaut mit Quarztreppen, so wie wir die früher mal gebaut haben. Ja, so eine klassische Minecraft-Toilette. Gegenüber einfach so ein kleines Waschbecken, also ist so ein Gäste-WC hier unten. So, andernfalls haben wir hier noch unseren Hausstuhlschrankraum. Hier ist unsere Waschmaschine drin, können wir Klamotten waschen. Ja, so eine kleine Rümpelkammer. Kann man sich natürlich auch ganz anders gestalten. Wenn euch da was einfällt, dann tobt euch einfach aus. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal nach oben gehen. Zack, auf die nächste Ebene. Wie gesagt, das kommt alles cool rüber hier. Man kann auch runter gucken. Wenn Leute da gerade Fernsehen gucken, kannst du die beobachten. Andernfalls haben wir hier jetzt eine offene Stelle. Hier kann man sich natürlich austoben, was man haben möchte. Ich habe mir also gedacht, mache ich hier so eine kleine Schminkecke für die Frau. Warum nicht? Kann jetzt sich hier austoben. Hier können wir dann gleich, sag ich mal, ins Schlafzimmer gehen. Schönes großes Bett. Auch hier ist wieder ein Fernseher vorhanden. Warum nicht? Kann man ja auch an der Wand anschließen. Und wir haben dann natürlich noch einen großen Kleiderschrank. Also alles da, was das Herz begehrt. Ja, und oben haben wir natürlich auch noch ein schönes großes Badezimmer, was ich mir hier reingebastelt habe. Alles drin. Also wir haben sogar hier Waschbeckenbereich, gleich zwei Stück. Ne, das ist Luxus pur. Wir haben eine Badewanne. Wir haben dann die neuesten Minecraft-Toilette, die es halt gibt, mit Trichterformat. Warum nicht? Und natürlich noch eine Dusche mit einem Schwamm natürlich an der Wand. Und dann können wir die auch aktivieren und uns natürlich hier auch waschen. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Unser Häuschen steht. Du musst dich natürlich noch ans Werk machen, das Ganze einzurichten. Ich hoffe, du konntest ein paar Ideen sammeln, wie du es dir natürlich innen drin gestalten kannst. Andernfalls war es wieder heute für diese Folge. Du findest noch ein paar weitere Videos, ein paar weitere Häuser, damit du dir auch noch eine passende Nachbarschaft dazu bauen kannst. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.